Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu Need for Speed Payback. Wir sitzen in unserem schönen Golf 7. Ja, herrliches Fahrzeug. Das habe ich designt. Ich glaube, das hat vielleicht schon einer runtergeladen. Ich weiß es nicht. Wenn einer das schon runtergeladen hat, dann kann er es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich finde eigentlich, ich habe den gut gemacht. Aber das soll ja nicht Thema sein. Wir wollen heute nämlich dieses eine Event weiter fortfahren. Komm mal her. Und zwar das hier. Das oberste. Genau. Und hier werden wir einfach mal hinfahren. Und wir werden auch neue Autos suchen. Ich werde jetzt nicht extra da ein Video machen, wenn wir dann irgendwann mal wieder durch die Gegend hier fahren. Dann werden wir schon das eine oder andere Schrottauto finden. Das ist jetzt nicht so Prioritätenliste ganz weit oben. Wir fahren erstmal hier hin und machen die Story-Mission einfach mal weiter. Eieieiei. Ah, wieder Golf fahren. Unser Auto hier im Spiel. So muss es sein. Nachts erwachen die Straßen zum Leben. Ach so, so ist das. Oh. Oh, mein Auto. Mein Auto. Man macht keinen Golf kaputt. Ah, da müssen wir hin. Der macht auf jeden Fall Krach wie ein großer, ne? So, alles klar. Wie geht es weiter hier im Spiel? Ich denke mal, die Auswahl ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte jetzt eigentlich... Muss ich jetzt hier zwei Autos auswählen? Kann das sein? Also, warte nochmal. Ich will den Golf und ich nehme den hier. Ich nehme den Audi. Und wow, was ist das für ein Event jetzt? Ich bin ein wenig überfragt. Ich habe drei Autos ausgewählt. War ich mit jedem Auto irgendwas? Ach, der Golf gefällt mir. Jess? Ty? Was macht ihr denn hier? Ich habe nach Jimmy gesehen, einem alten Kunden von mir. Und La Katrina wollte eine Revanche. Ich wurde von League 73 kontaktiert. Eine Falle. Navarro. Okay. Das kriegen wir hin. Ihr wisst, wie es läuft. Aufteilen und siegen. So sieht's aus. Oh, mit meinem Golf. Ja. Habt ihr keine Chance, Mensch? Okay, alles klar. Der Polizeiheli hatte mich im Visier und ich habe kurz die Kontrolle über mein Auto verloren. Alles gut? Ja, unter einer Überführung hat's aufgehört. Pass auf. Alter! Oh, machen die ein Kr... Leute, was auch immer Mac da erwischt hat, kam aus dem Jeepy. Haltet euch von ihm fern. Sie sind ja richtig krass heute hier. Verdammt! Jess! Sorry, alles okay. Oh. Da war nur gerade... Ich dachte, ich kann da durchfahren. So, jetzt sollten wir mal ein bisschen Schubpakete geben. Einfach nur abhauen. Verdammt, der Heli ist an mir dran und stört meinen Wagen. Ich muss aus dem Scheinwerferlicht raus. Fahr zu dem Kreisel bei der Baustelle. Wir treffen uns da. Beeil dich, Heidi. Ja, doch, ich beeil dich. Ich beeil mich doch. Ach, komm schon, komm schon. Du musst zur Baustelle. Okay. Ja, ich bin doch schon fast da. Ich bin soweit, Mann. Wir müssen aus der Stadt raus. Die Cops machen ernst. Du hast recht. Hauen wir ab.
Ich fahre durch den Kanal. Der Heli ist wohl kaum verrückt genug, mir zu folgen, oder? R7, wieso folgen Sie dem Wagen nicht? Geht nicht. Der Kanal ist zu schmal für meinen Rotor. Zieht, wird's hier noch richtig ungemütlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist an mir dran? Was soll ich machen? Am Ende des Kanals ist eine Überführung. Wir treffen uns da. Alles klar, Schwester. Ich weiß gar nicht, wohin. So kann das nicht weitergehen. Ich muss zu Jazz. Okay. Komm schon, du bist fast da. Vor allem, der Wagen ist... ist echt nicht schnell, ne? Jess? Ja. Seht zu und lernt, Jungs. Die Alte ist verrückt. Mein Audi. Hat den so, schon einer runtergeladen? Jetzmusstdu durchatmen können. Zählt Hyperventilieren auch als Atmen? Wir sehen uns vor der Stadt und seid vorsichtig. Das sind wir doch immer. Mir kommt's vor, als wäre heute Nacht die ganze verdammte Truppe auf Blut aus, als wären wir Kriminelle oder so. Jess. Ich meine echte Kriminelle. Oh, nicht doch! Hau ab! Der Heli ist zurück, aber ich habe ihm ordentlich zugesetzt. Lass ihn nicht zu! Ich weiß, ein Treffer und er ist raus. Was ist hier los, Mann, ey? Naja, ich versuch's nicht, ich mach das gleich. Verdammt, Blackside ist auch abgeriegelt. Ich versuch sie in den Gassen abzuschütteln. Zumindest kann dir der Heli da nicht folgen. Ha, darauf würde nicht mal der Gärtner wetten. Keine Aufsicht mehr, R7. Sie bleiben an dem Wagen dran. Aber oh. Das Haus behält sie im Auge. Wenn sie dem Wagen nicht folgen, sollten sie... Uiuiuiuiui. Hier geht's ab, meine Freunde, der untergehende Sonne. Lass mich lachen. Er ist dir in die Gassen gefolgt. Mich kriegt er nicht ins Visier. Voll vorbeigefahren. Wo muss ich jetzt hin? So, jetzt aber Attacke. Ich fahr auf dem Ring. Und ihr, Jungs? Richtung Süden. Ich auch. Neuer Plan. Treffen auf der 620. Sie ist im Bau und da ist massig Equipment. Wir sorgen für Chaos und blockieren unseren Fluchtpunkt. Alles klar. Ja, läuft doch, Mann. War das etwa schon alles? Spaß? Ja, ein bisschen Spaß haben wir, Mann. An alle Einheiten. So, was muss ich jetzt machen? So gefällt mir das. Wir ziehen es als Crew durch. Wenn wir schon untergehen, dann tun wir es gemeinsam. Nichts da, wir kommen hier raus. Lege Zielfahrzeug ins Plan. Jess, neuer Plan bitte. Weiter vorne kommt ein Tunnel. Der Heli wird uns aus den Augen verlieren. Und wir verschwinden in die Wüste. Okay. Ich muss mich beeilen. Sonst legt mich der Heli noch lahm. Der Heli wird gleich meinen Wagen grillen. Unser Wagen hat zu viel abbekommen. Okay, verstanden. So, alles klar. Wir sind jetzt im Tunnel. Um Gottes Willen. Das kann man auf jeden Fall mal so machen. Oh, Hammer. Neue Wagen. Camaro Z28. Und hier noch so ein Ding. Oh, Porsche. GT4.
Dodge BMW. Na, das wäre doch was für mich jetzt noch. Ein M3. Na, da sind wieder ein paar Autos frei für mich. Nächster Morgen. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Ty. Es war knapp. Ihr Hubschrauber hatte irgend so ein Gerät. Skyhammer. Es kann einen Motor komplett abschalten. Sie haben es von Navarro. Skyhammer, sagst du? Du weißt was darüber? Möglich. Ich müsste das Gerät erst sehen. Wir sollen dem Haus Prototypen-Tech stehlen, während die Cops nach uns fahnden? Ist das alles? Alles klar. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal da in die Stadt, ne? Tyler. Oh, cool. Du bist noch nicht im Knast. Komm vorbei. Ich kann nicht nach Downtown. Ich habe im Moment zu viel Stress mit den Cops. Denkst du, das weiß ich nicht? Ich schicke dir einen Treffpunkt vor der Stadt. Bist auf dem Weg, oder? Klar. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Genau. Ich aber schon. Also beeil dich. Alles klar. Das machen wir. Ah, hier. Das ist die Mission, oder was? Ja, genau. Dann fahren wir mal schnell hin. Für unseren Golf doch kein Problem. Und jetzt werden wir erst nochmal einen kleinen Sprung machen. Uiuiuiuiui. Repariert und jetzt kann es losgehen in Downtown. Warte mal, hier oben ist da noch. Warte mal, hier ist da noch was, was wir unbedingt mal freischalten sollten. Ach, verdammt. Ey, ich will das jetzt kaputt haben. Wie komme ich jetzt am blödesten noch höher? Warte mal. Kann nicht so schwer sein. So, hier ist eine Scheune, die Scheune, die Scheune, die Scheune. Ich habe nachgeforscht. Dieses Gerät der Cops. Ich weiß, was es ist. Echt? Es ist ein Kill-Switch. Hochmoderne Tech, um die Elektronik eines Fahrzeugs anzuschalten. Woher weißt du das? Weil ich ihn entwickelt habe. Weil damals beim Militär. Bei mir hat er nie funktioniert. Aber jetzt tut er es. Das Haus wird ihn im Outlaws Rush einsetzen. Das garantiere ich dir. Ich kann vielleicht eine Art Schutz entwickeln. Aber dafür muss ich ihn untersuchen. Du meinst, du brauchst ein intaktes Gerät? Alles klar. So, ich muss nochmal schnell hier dieses Rennen hier machen. Nein! Och man, muss dieser Trottel hier langfahren? So eine Eier hier. So, einen Stern haben wir schon mal. So, warte mal. Kann das sein, dass ich hier noch nie lang gefahren bin? So, zurück. Und dann fahren wir zu unserem Event. Ab und zu muss man auch was da außerhalb der ganzen Gegend hier machen. Da vorne ist es. Hey Leute, ich hab Hunger. Wann hast du zuletzt was gegessen, Mac? Keine Ahnung. Doch, gestern. Ein Stück von Thais Pizza. Eine von ihnen machte mir das Stück streitig. Und wie? Habt ihr euch duelliert? Ganz genau. Aber haben Sie das schon mal erzählt? Ans Gaspedal. Okay. Was sollten wir schaffen eigentlich von der Stärke der Wagen, ne? Also, denke ich mal.
Na, schau mal an. Wenn das nicht Staatsfeind Nummer 1 ist. Ich wette, irgendein Cop benutzt gerade dein Fahndungsfoto als Dartscheibe. Ja, vermutlich. Was gibt's? Die Wettquoten für deinen Einzug in den Outlaws Rush liegen bei 100 zu 1. Das sollten wir dringend ändern. Ich kann gerade keine Rennen in der Stadt fahren. Was? Ich habe mit dem Wagen in der Luft gestanden. Es gibt auch Street-Ligen außerhalb der Stadt. Noise Bomb, Free Amber Militia, Silver Six. Wenn du nett fragst, helfen sie dir vielleicht gegen das Haus. Okay, ein paar Verbündete können vermutlich nicht schaden. Gut, du bist mein Trumpf, Kleiner. Ich lass dich nicht aus den Augen, bis die Karten auf dem Tisch liegen. Alles klärchen. Oh. Dann werden wir mal nach ganz oben düsen, ne? Immer drücke ich den falschen Knopf. Und zwar, das ist hier für Offroad. Das ist nochmal richtiges Rennen. Und hier ist Drifting. Genau, also wir werden mal hier oben hingehen. Aber schauen uns mal an, wo wir hier am schnellsten schnelle Reise. Wenn wir schon mal da sind, können wir ja mal gucken, ob wir unseren Wagen noch mal ein bisschen auftunen können. So viel Zeit muss sein. Oh. Also. Ist es denn irgendwie besser, wenn man immer alles von einer Farbe hat? So, wir haben jetzt ein Steuergerät, könnte ich hier brauchen. Getriebe, Getriebe, Getriebe. Was ist denn jetzt los? Ach, Getriebe. Nee, ich brauchte ein Steuergerät, ne? Ich brauche ein Steuergerät und ein Getriebe. Ja, doch, ein Getriebe. Und jetzt brauche ich ein Steuergerät. Eieieiei. Und die hier drüben, die Steuergeräte, habe ich wahrscheinlich bei mir alles noch im Lager, ne? Alles klar. Wir machen zweimal so ein 18 Rollen habe ich verfügbar. Komm, 12er. Na also, läuft doch, Mensch. Einbauen. Racer, ihr hört die Stimme der Hüterin. Auf den Straßen heißt es, der diesjährige Outlaws Rush würde eine David gegen Goliath Story. Eine kleine Crew aufstrebender Racer bahnt sich ihren Weg an die Startlinie. Und glaubt mir, der Collector an der Spitze des Haus ist darüber wenig erfreut. Tylers Crew hat schon fast die Hälfte der Street League von Fortune Valley besiegt. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor ihm. Und er wird nicht leichter. An die kleine Crew mit dem großen Traum. Die Straßen stehen hinter euch. Seid frei. Seid stolz. Macht das Haus für uns fertig. Willst du uns immer noch aufhalten, Navarro? Dann streng dich an. Meine Güte, das ist ja ein Kraftputz. Jetzt geschafft? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Oh Gott. Habe ich es jetzt geschafft mit der Erweiterung? Ich weiß gar nicht. Um Gottes Willen, ey. Man ist dann komplett abgelenkt und lässt sich von nichts irgendwie irritieren. Selbst das Quatschen stelle ich dann ein. Was eigentlich sehr unüblich ist bei mir. So,
alles klar. Oh, 296 ist der Wagen jetzt. Ach, du meine grüne Nase. Wagen wechseln. Ach, war das sonst auch mit Wagen wechseln? Glaube nicht, ne? Wir waren 6 verfeindete Ligen, die vom Haus aus der Stadt verbannt wurden. Aber hier verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir sind die Silver Six. Und eines Tages wird man von uns hören. Aha. Dann ist er gut. Ach, Junge, 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 Junge. So, das werden wir doch noch machen. Tyler? Lil Tyler Morgan? Es ist also echt wahr. Dios mio, ich fass es nicht. Wovon redest du, Gaio? Dass du dir das Haus vorknöpfst. Ich hab's gehört, dachte aber, so verrückt bist nicht mal du. Ich mein's ernst. Ich lasse Lina nicht davonkommen. Wow, du spuckst große Töne, Lil Tai. Warum machst du's dir so schwer, Cabron? Ich hab da was deutlich Einfacheres für dich. Wir reden nach dem Rennen. So wie immer. Wird immer nach dem Rennen geredet. So, ja, ja, ja. So, nehmen wir erstmal an. Also, wo geht's hin? Wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Du wirst schon sehen. Folge meinen Anweisungen, sei rechtzeitig hier und du bekommst dein Rennen. Okay. Bleibe auf der Straße. Das wird doch nichts. Sachen kann ich überhaupt nicht ab. Oh. Wie weit ist denn das noch? Fang ja nicht ohne mich an, Gaio. Oh. Was? 8 Kilometer noch was? Oh, komm mal. Soll ich das schaffen? Klacks, sonst noch was? Fahr unter die Fortune's Gamble Bridge und beeil dich, die Motoren laufen schon. Nicht der, der am Ende gewinnt. Ah, immer bei den Checkpoints lädt er sich auf, wa? Hey, Lil Tai, du machst dich gut. Baby. Ich eier hier was rum. Oh, da war der Weihnachtsmann. Letzter Halt. Hinter dieser Brücke. Das schaffe ich. Ach, da vorne ist er ja. Den habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Ah, ist zum Glück noch aktiv. Ist er nicht ganz so krass, dass er mir gleich alles aberkennt, wenn ich mal ein bisschen von der Straße abgucke. Mach dich schon mal bereit, ich bin gleich da. Ja, ich bin auch gleich da, Mensch. Zurückgesetzt. Hau doch mal ab, Mensch. So, 2,2 Kilometer. Ach. Ver-
Vergesse mal den Tohu-Boost zu nehmen hier. Das war schon bei The Crew immer so. Ja, weißt du das? Das war schon ganz gut. Ah, wenigstens habe ich jetzt ordentlich Kohle noch gemacht. Geschafft. Wo steigt das Rennen? Du hast es geschafft. Aber heute werden wir kein Rennen mehr sehen, weil wir jetzt Feierabend machen. Und nochmal schön 15.000. Das war eine, nicht mal ein Tuning, was wir da gemacht haben. Aber 35 insgesamt. Und wir schauen mal 1, 2 oder 3. 12er Auspuff. Bremse und Tempo. Nitro und Beschleunigung. Ich denke mal, Nitro und Beschleunigung ist besser. Wir versuchen mal alles so auf lila zu machen. Ich denke, lila gut oder nicht? Okay, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe dir den Ort geschickt. Sollte das eine Herausforderung sein? Wenn dich das hier beeindruckt, wirst du den Outlaws rasch nicht überstehen. Falls du an mir vorbeikommst. Ach, das kriege ich schon hin. Und ich werde auch für Lina bereit sein. Ich sagte nicht Lina. Ich sagte den Rush. Ist doch dasselbe. Glaub mir, Amigo. Das ist es nicht. So sieht's aus. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier Feierabend machen. Und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Erstmal muss ich mein Auto hier ein bisschen reparieren. So geht's auf jeden Fall nicht. Guckt mal an, die Stoßstange total zerrissen. Also so kann ich keine Rennen gewinnen. Aber... wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein. Bye, bye.